Und da sind wir wieder beim guten Warframe und nun endlich mit den Aufgaben von Karl. Mit etwas Verspätung sind ja nun Karls Aufträge da. Und da wollen wir natürlich auch mal durchhuschen und schön gucken, wie, was und so weiter. Im Grunde genommen wird auch alles in der Mission erklärt, was zu tun ist und so weiter. Aber man kann ja mal trotzdem nebenbei ein, zwei Worte drüber verlieren. Ja, dann gucken wir erstmal, was das genau ist. Und zwar erstmal grundlegend, es ist eine spezielle Mission, die man auch mit Karl selber ausführt, aber halt solo. Die ist definitiv solo. Und man muss innerhalb der Mission gewisse Aufgaben erfüllen. Nicht alle gleichzeitig, man kann auch mehrfach reingehen, um die Aufgaben nach und nach zu schaffen. So, die meisten erklären sich ja nun mal von selbst, wenn wir hier schon mal anfangen mit schließe die Mission ab, ohne zu sterben. Ja, braucht man nicht viel zu sagen, halt sterbt nicht. Dann schließe die Mission in unter 15 Minuten ab. Ja, braucht man auch nicht viel zu sagen, halt innerhalb von 15 Minuten. Timer läuft währenddessen, also auch nicht schwer den Blick darauf zu halten. Nun wird es dezent komplizierter. Finde und konfisziere 4 K-Drive-Teile. Die K-Drive-Teile sind teilweise sehr schlecht zu sehen. Sie haben zwar ein leichtes kleines blaues Leuchten, aber sind grundlegend, also man muss schon genau hinschauen. Da habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen schwerer getan. So, dann entferne 5 Schleier mit Schleierschnitter. Das heißt, die Masken von, also diese Narma-Masken, den Angestellten dort vom Gesicht reißen. Da wir dort den guten Chipper befreien sollen, gibt es da sozusagen beim ersten Durchlauf, wenn man auf Chipper trifft, auch sowas wie ein Tutorial und dann muss man auch genau das einfach nur anwenden. Aber das dann auch alles in der Mission nochmal kurz gezeigt. So, dann sammle 5 Genstempel. Das geht relativ einfach. In der ganzen Mission sind die guten Leichen der Grineer verteilt. Und 5 davon haben neben sich noch so ein Genstempel liegen. Wenn man so ungefähr 15 Meter im Radius in der Nähe von so einem Genstempel ist, wird er auch direkt mit einem Marker markiert. Also da braucht man nicht so genau hingucken. Man guckt halt, ob irgendwo eine Leiche rumliegt, läuft alles ab. Und wenn man halt in der Nähe ist, kriegt man halt den Marker. Und finde Chippers Werkzeuge und sammle sie ein. Die werden gar nicht markiert und nichts. Die muss man einfach finden. Sehen aber genauso aus wie hier auf dem Bild. Es ist halt wirklich so eine Werkzeugkiste. Muss man halt auch die Augen offen halten. Soweit dazu. Starten wir einfach mal in die Mission rein. About time. Und da sind wir auch schon. Feuchtfröhlich. Mit Karl. So. This where Narmer make veils for brothers. Call say blow it up. Mm-mm. Better, we can rig these veils to overload and short out every other veil in range. Whole Narmer cells liberated at a stroke. Ready? Call came out tube ready. Still say blow up better. Ja, dann Karl, auf geht's. So, im Grunde genommen kann alles überall rumliegen. Die Spawns von den K-Drive-Teilen und von den... Ugh, energy barriers. Karl, find a way to disable them. Und von den Genen sind random, bei jedem Durchlauf. Die können überall verteilt sein und wenn ihr einen anderen, also wenn ihr es beendet und nochmal reingeht,
liegen die einfach woanders. That console seems promising. Ich weiß, gute Dame. So. Ab in die Cam. Dann haben wir hier schon mal den ersten Kasten. Um uns die Tür aufzumachen. So. Natürlich schön viel Propaganda überall. Hier ist natürlich auch zu. Also das nächste Ding. Ab in die Kamera. Call, sweetie. See that big magnet-locked door up ahead? You need to get on the other side. Could you be a darling and find a way to disable all those locks? Aber natürlich tun wir das. So, deaktiviere Magnetschloss. One down. Jawohl. So, hier haben wir das nächste. Can't figure it out. The security console seems promising. Call need other view. Ganz genau. Wir können nämlich auch auf andere Kameras, die wir so im Sichtbereich der Kamera haben, zack, rüber wechseln. Um dann an die zu kommen. Call, I'm impressed. How did you figure that out? Point and click. Sehr schön. So. Damit haben wir quasi erstmal Zugang zu dieser Halle. Hier rennen auch. Not see call. Ganz genau. Wir haben auch diese netten Dudes, die einen nicht sehen sollten. Es wäre zumindest besser, wenn sie einen nicht sehen. So, ich gucke hier nur gerade mal schnell. Hier. Das sind die Gene. Ab 15 Meter Radius wird es einem angezeigt mit einem Marker und dann einfach einsammeln. So, hier oben kann ich jetzt nicht mehr viel machen. Hier drüben, hier, den muss ich mal wegkillen. Die sind auch nicht schlimm, die locken jetzt nicht unbedingt andere an. Da geht das schon. So, das ist wieder eine Kamera. Die brauchen wir aber erst noch, denn erstmal müssen wir an einigen Orten hier Platten verändern. Und natürlich müssen wir das hacken. Ching. So, erste angehoben. Damit nehme ich da diese wunderbaren Objekte zu sehen sind, die wir dann mit der Kamera hacken können. So, gehen wir mal weiter. Und lassen uns am besten nicht sehen. Hier drüben ist nämlich direkt nochmal so eins. Sollte doch euch nicht verdrücken. So. Er fährt das hoch. Sehr gut. So. Da gibt es ein schönes Soma-Cord, wie man sieht. Das liegt auch immer an derselben Stelle. Wie man da hinkommt, zeige ich noch. So, hier ist die andere Kamera. Erstmal will ich den hier weg haben. Und dich auch. Hat er mich heruntergeschmissen. Das ist frech. Ah, er kommt runter. Das ist aber nett. Ey. Die könnte man auch auf andere Weise töten. Die hier rumstehen. Tatsächlich. Da die recht neugierig sind. So, ist hier gerade jemand? Nein. Oh. So. Gibt eine schöne Funktion, nämlich seine Fähigkeit. Seine Fähigkeit macht das hier. Deacon. Call Sneak. Und schaltet die für einen Moment aus. Kann für einen Notfall ganz günstig sein. So, wir wollen aber hier runter, denn hier ist noch so ein Pult. Zack. Zack. Zack.
Nee, so. Und so. Dann fahren die runter, sehr gut. So, und da vorne haben wir schon. Das sind die Mitarbeiter, denen ihr die Masken vom Gesicht ziehen müsst. Die sind auch so random verteilt überall. Und da fangt ihr auch im Grunde genommen an mit, bei der Konsole ist R1 und Kreis halt, mit seiner Fähigkeit betäubt sie mit Viereck greifen und dann mit Kreis die Maske vom Gesicht ziehen. Da kommt es dann darauf an, wie ihr es eingestellt habt in den Optionen, ob gedrückt halten oder schnelles Drücken hintereinander, was ihr dann tun müsst. So, wir haben soweit alles offen. Das heißt, wir gehen zur ersten Kamera. Zack. So, dann können wir nämlich das hier aktivieren. So, das ist die Platte. An der Kamera da hinten stehen wir, wo der Marker ist. Und hier waren ja auch die Dudes. Wenn ihr die nicht wegkillen wollt, sondern anders killen wollt, dann fahrt ihr das hier vor. Dann müsst ihr die Schiene nochmal zurücksetzen. Per diesen Ding. Und dann könnt ihr die Frachtkiste abwerfen. In dem Moment, wo ihr die Kiste dorthin fahrt, kommen die nämlich neugierig da auf die Platte gesprungen. Und wenn ihr sie abwerft, sind die dann halt tot. Ganz simpel und einfach. So, dann drehen wir uns mit der Kamera nochmal gekonnt um. Und nutzen natürlich den hier noch. Just one more. Korrekt. Einer ist noch. So, und der war halt auf der anderen Seite, wo wir freigeräumt haben. Ah, da begeben wir uns einfach mal hin. Tjum, 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 tjum. So. Und da haben wir hier die Kamera. Zack. You're done. Time to go through, Carl. Sneak, sneak, sneak. Smart. Jawohl, sehr smart. So, jetzt hätte ich, aber am liebsten tatsächlich noch ein Teil gefunden. Also ein K-Drive-Teil. Damit ihr seht, wie das so ungefähr aussieht. Wo ist denn der gerade? Der ist gerade dort. Okay. Got Deacon here. Und da ist nämlich auch eins. Hier. Dieses Brett ist das einzige von den vier Teilen, was man relativ gut sieht, weil es groß ist. Die anderen drei Teile vom K-Drive sind sehr, sehr klein und schlecht zu sehen. Das Einzige, an was man die ganz gut erkennt, ist dieses kleine blaue Leuchten. Da hört es aber auch schon auf. Ja, okay. Perfekt. Haben wir das soweit? So, dann wollen wir hier hacken. Zack. Und dann geht da unten der Raum auf. So, bevor wir aber da runter gehen, zeige ich euch noch kurz, wie man zu dem Summerchord kommt. Eigentlich relativ simpel. Kann aber auch zwei, drei Versuche dauern. Wir müssen hier auf die Kiste. Hier, wo auch hier diese Leuchtreklame hier außen an der Schiene dran ist. Dann natürlich so, dass Karl rennt. Er ist zwar jetzt nicht gerade schnell im Rennen, aber er rennt. Und dann müssen wir da hochspringen, so dass er die Kante greift. Was nicht immer klappt. Jawohl. Und so kommen wir auf diese Schiene. So, dann gehen wir hier drüber. Hier entspannt entlang. Hier wäre noch so ein Mitarbeiter, zumindest bei mir gerade. Wie gesagt, das ist immer bei jedem Durchlauf random wo.
Und dann sind wir hier auch schon beim Soma-Quarte. Da man nicht scannen kann, muss man das hier, wie man sieht, einfach aufheben. Ich hab's natürlich schon. Soweit dazu. So. Wir sind dann mit diesem Raum quasi fertig. Und wollen in den nächsten. So, erstmal möchte ich... Tagging. Den hier weg. Und... Den weg. Oh, der da hat mich gehört. Ah, der ist aber gleich wieder entspannt. Du darfst wieder gehen. Danke. Inside. Now what? The fun part. Find the production controls. Okay. So. Wir müssen nämlich hoch. Die obere Ebene. Hier sind natürlich auch wieder überall. Wie man hier gerade rechts ein bisschen sieht, an dieser Brücke, ist da auch so ein kleines blaues Leuchten. Man sieht es teilweise durch Objekte, durch dieses kleine blaue Leuchten. Das könnte noch helfen. Ansonsten, wie man dann hier sieht, K-Drive-Teile können sehr klein sein. Und sehr unscheinbar. Also nicht wundern, wenn ihr da so ein bisschen mehr suchen müsst. So. Wir wollen aber nach oben. Found more. So, hier wollen wir nämlich rein. And here's where the evil's made. Now the tricky part. Call, I need you to rekey the boot sequence. Do that and I'll have a split second during reboot to inject my sabotage instructions. Hurry. Jawohl. So. Dann ein kleines Bilderrätsel. Wir müssen diese vier... Call, not understand. Ja. Look around. Do you see anything that could tell you the key sequence? Ganz genau. Wir können die nämlich umstellen und müssen die richtigen Symbole rausfinden. So, das erste Symbol direkt mit der Kamera. Wir fahren den Aufzug weg und sehen da dieses Symbol. Dann natürlich der Leitung folgen, ist das hier das hintere. Die sind eigentlich immer recht eindeutig. So, jetzt sehen wir keine mehr. Dann würde ich sagen, wir nehmen erstmal die linke Kamera. Dann sehen wir hier unten das von rechts vorne. Das ist erschreckenderweise gerade das gleiche. Sehr gut. So, dann wechseln wir wieder auf die gegenüberliegende Kamera. Und aktivieren diese Drohne da hinten. Dieses nette Dröhnchen aktiviert uns das Feld hier unten. Und dann haben wir nochmal das gleiche Symbol. Okay, das hatte ich noch nicht. Dass das so viele auf einmal... So. Und dann fehlt uns noch eins, und zwar ist hier hinten noch eine Kamera. Zack. Und da haben wir hier das Symbol. Und das ist dann natürlich auch wieder das hintere. Zack. Und damit haben wir es fertig. Dann müssen wir nur noch auf Boot-Sequenz ausführen. Das ist das vordere. Moment, ich gehe mal mit der Kamera nochmal zurück, damit man es besser sieht. So, hier. Boot-Sequenz ausführen. Well done, Carl. Now to make some noise. They Jawohl. Have to think this is a raid. That way they won't suspect tinkering. Marking weapons locker. You're gonna need a gun. Korrekt. Und wir kriegen die Exergis als Waffe. This make big boom, Narcot spotter. Carl, deacons are hunting you. But... Your tinkering just got me access to this facility's automatic plasma torch. It'll melt anything, including deacons. Grab a target marker.
Ab jetzt ist auch der Alarm an, das heißt, es spawnen immer weiter Gegner und kommen auch. Hier jetzt so auf dem Weg nicht, aber sobald wir wieder runtergehen, man wird gejagt. So, jetzt bekommen wir hier die gute Zielmarkierung. Great. Now you just show me where to shoot. I'll try not to singe your eyelashes. Und dürfen diese benutzen. Deacon Scum can die. So, das war aber nur Test. So, jetzt wird's schwierig. Denn auch wenn da jetzt ein grüner Marker ist, es ist noch nicht das Ziel. Aber wir werden jetzt gejagt. Und gerade wenn ihr nicht sterben wollt, solltet ihr so ein bisschen die linke Seite ein bisschen für euch gewinnen. Denn ihr müsst an den Gegnern vorbei. Und zwar einfach gerade durch im Grunde genommen. Nutzt auch schön das, naja, Rutschen ist es ja bei ihm nicht. Bei ihm ist es ja eher so ein Vorstoßen. Und das so schnell wie möglich. So. Und zwar bis zu dieser zweiten Säule. Dann geht hinter euch die Tür zu. Zack. Direkt wieder umdrehen und erstmal alles wegtöten, was noch mit durchkam. Au. So, das macht ihr aber auch alles hier vorne. Ihr geht nicht weiter. Damit ihr dann nämlich jetzt gleich schön Ruhe habt. Denn jetzt, naja, fliehen ist nicht so einfach. Es gibt nämlich noch einen Boss. Und der Boss ist auf 1 sehr anfällig. Die Flinte ist es nämlich nicht so unbedingt, aber der Boss ist relativ anfällig auf die Plasmafackel. So, wenn es bei euch kritisch aussieht, was Leben angeht oder so, ist dies hier der optimale Platz, um mal Ruhe zu bekommen. Denn damit kommt die Spinne nicht klar mit diesem Platz. Theoretisch könnt ihr sie auch von hier einfach runterschießen. Oder so eine Fackel hinschmeißen. Das war aber erst die halbe Miete. Denn wie wir diese Spinnen kennen, nutzt schön eure Plasma-Granate. Und ciao. Weak machine. That's it. They don't suspect a thing. They think they've just chased off a smuggler looking for a quick find. Manipulating people isn't fun when it's this easy. Und damit bekommt ihr das Ganze auch ohne Probleme hin, auf jeden Fall. Ich denke, mehr gibt es zu dieser Mission nicht zu sagen. Wir rennen jetzt nur noch zum Schiff und hauen ab und dann haben wir es durch. Der Rest ist halt dann die Sucherei und das alles und ja. Dann hat man alles abkassiert, was abzukassieren geht. Und den Chipper, den habt ihr als quasi Befreiungsdude dann einen von den Kamerad-Terminals rumstehen und müsst ihn befreien. Und er ist dann euer Händler, der euch dann neue tolle Sachen für die erworbenen Marken gibt. Am Anfang wahrscheinlich noch nicht, da ihr bei ihm natürlich erst im Ruf aufsteigen müsst, aber dafür muss es erstmal noch mehr Missionen geben. Aber ja,
Ja, darin findet ihr natürlich die drei neuen Waffen, den Warframe, ein paar neue Mods, die aber, naja, okay sind, also so Archon-Mods. Und ja, so ein Archon-Kristall jede Woche einmal und noch ein Emphemeral neues. Mehr gibt's dann aber auch nicht. Und dann sind wir hier durch mit dieser wunderbaren Mission. Bis zum nächsten Mal. Ciao.